Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Hausbilder, wo ich diese dämliche Leiter nicht mehr nehmen kann. Was habe ich nur gedrückt? QE. Das ist dieser Sinn. VBN. Das sind diese Tipps. Linke Maustaste, Gegenstand halten. Ich kann die Leiter nicht mehr halten. Oh. Ah, da ist dieses Maßband, ne? Mit dem ich die Stämme hätte messen können, glaube ich. Ja, egal. Muss jetzt erstmal die loswerden. Und versuchen diese dämliche Leiter. Ich kapier's nicht. Ich kann die nicht mehr nehmen. Glaubst du das? Nee, ich kann die. Ich hab die Leiter kaputt gemacht. Naja, egal. Kriegen wir bestimmt auch so hin. Hier kann ich nichts nehmen. Ah, 227. Da könnte ich jetzt genau zusägen. Oder ich lasse es sein. Scheiß drauf. Ja, das war jetzt nicht so klug. Habe ich eigentlich neue Inventarpunkte? Nö. Komm, gib her. Tja, schwierig. Mit ohne Leiter. Tja, ich kann die Leiter nicht mehr nehmen. Gut, jetzt fliegen hier überall die Stücke rum. Na gut, die werden ja im Laufe der Zeit dann immer kleiner. Also, so, ich nehme das hier alles. Wird schon irgendwie verarbeitet werden. Ah, das mit der Leiter ist schon doof jetzt. Ich frage mich, wie ich sie kaputt gemacht habe, aber ich habe sie kaputt gemacht. Oh. Hier liegt auch noch einer rum. So. Aus Stämmen erhältst du Bretter. Schneide den Baum auf die richtige Länge zu, entrinde ihn, finde eine Holzschneidemaschine, lege den entrindeten Baumstamm darauf und starte die Maschine. Z.
Jetzt hole ich erstmal das ganze Holz, was hier rumfährt. Sägewerk benutzen. Ah, ich kann die auch direkt da drauf schmeißen. New skill available. 30% schneller. Dann nehmen wir mal alle Bretter mit. Und schauen wir. Huch. Okay. Die liegen jetzt hier alle rum. Und die anderen Stücke liegen da unten. Ja, schlecht. Komme ich da noch irgendwie ran? New skill available. Bretterschneidanfänger. Mit dieser Fähigkeit kannst du bei der maschinellen Verarbeitung von Baumstämmen zweimal mehr Bretter erhalten. Sehr gut. Aber wie komme ich jetzt an die Bretter hier unten? Die jetzt hier liegen. Ah, so. Und da liegen auch noch welche. Aber da liegen ja auch Baumstämme und sowas unten. Komm ich da ran? Fahren hier auch noch welche rum? Boah, ist das jetzt hell hier. Oh, da sind wieder welche. Ich habe halt keine Ahnung, wie lang die... Die sind alle... Die sind alle relativ kurz, ne? Ja. Schön. Oh nein, was für ein Chaos. Naja, egal. Also, ich glaube dann eher die hier. Warte, bis die Maschine mit der Arbeit fertig ist. Na gut. New skill available. Noch schneller. Ja, sehr gut. So, also, dann machen wir die Baumstämme mal hier hin. Und mal schauen, ob die Bretter reichen. Aber ich glaube, die müssten passen von der Länge her, ne? Ja, sehr gut. Ja, nicht ganz. Also ein bisschen länger müssen sie schon noch sein. Egal, ich verarbeite die mal. Wenn ich die hier halbiere. Moment mal, da kann ich doch jetzt mit meinem Messinstrument schauen. New skill available. Noch mehr Bretter. Sehr geil. So, lass mal sehen. 2 Meter. 205, 405, 2 Meter, 2 Meter. So unterschiedlich? Warum? Das ist ja komisch. Mal gucken, wo ich die kleinen überall hin knacken kann.
Na ja, gut. So. Drei Bretter gibt's da raus. Der hier ist 1,80 lang. Also mit den kurzen bekomme ich zumindest auch schon mal was hin. Also 1,80. Auch 1,80. Und da war noch irgendwas mit 2 Meter, ne? Mach ich mal so vielleicht. New skill available. Holzspaltermeister. Verdreifache, was? Verdreifache die Anzahl an Stimme beim Schneiden mit der Kettensäge. Sehr gut. So, dann hau ich das da mal drauf. Nehme hier die Kleinen mit. Und schon wieder ein neuer Skill. 4x Bretter. So, so viel brauche ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Zu kurz. Zu kurz. Zu kurz. 6 zu kurze Bretter habe ich jetzt hier noch rumfahren. Na toll. Na, ganz schönes Chaos hier auf der Baustelle. Hauen wir halt mal so eins drauf. Ich mache hier erstmal Platz. So. Verdammt, ich will dieses... Huch. Ich will diese dämliche Treppe hier weg haben. Leiter, Treppe. Auch zu kurz. Herrje. Okay, dann brauchen wir also noch einen ganz langen. Ich säge noch mal einen. Egal. Wachsen ja nach hier. Ach du Scheiße. Das gibt 3 so Riesendinger. Na gut. Ich brauche zwar nur noch ein einziges, aber... Macht ja nichts. Okay, das sind jetzt wieder ganze Baumstämme. Noch mehr Bretter. Ach du Scheiße. Okay. Uff. Okay, wie war das von innen? Hier liegt noch eins rum. So ein kurzes Ding. Okay, dann hauen wir halt noch welche um. Gibt ja jetzt immer, wie viel? 3 Stück?
Oh ja. Nein. Jetzt ist er auf die Säge gefallen. Oh Mann. Na, sowas Dämliches. Und macht mir hier 10.000 so lange Bretter. Ach du Schande. Was mache ich denn mit den ganzen Brettern hier? Oh Mann. Ihr seid doch bekloppt. Ah ja, gut. Hoffentlich muss ich den Scheiß nicht alles wieder aufräumen. Sondern kann das einfach hier alles im Wald liegen lassen. Die Bretter und die Bäume und Stämme und der ganze Kladderedatsch da. So. Habe ich noch? Ja, ich habe noch. Zwei Stück. Also ein Baumi brauche ich noch. Wo dann wieder 40 Stämme rauskommen. So. Gut so. Und hier brauche ich dann Bretter, oder wie? Offensichtlich. So, gehen da vielleicht die kleinen Bretter? Wahrscheinlich nicht. Kann ich die eigentlich nochmal durchsägen? Nee. Zwanzig Bretter habe ich jetzt im Inventar. Ist okay. Oh geil, die werden nicht zersägt. Doch, die schon. So, jetzt liegen hier überall diese Bretter rum. Da weiß man überhaupt nicht, was das Haus ist und was meine abgesägten Bretter. So. Okay, und jetzt der Rest vom Dach offensichtlich. Okay, war's das? Es liegen hier bestimmt noch überall. Ja, da liegen überall noch Stücke rum. Aber die kann ich hier nicht einsetzen, oder? Oh, doch. Reichen sogar von der Länge her. Okay, hier auch noch. Und hier unterm Haus liegen auch noch welche. Ganz toll. Der Fuchs denkt sich bestimmt, Mann, was für ein Idiot. Was für ein Laie, wie baut denn der ein Haus? Zu kurz. Ja, das sind wirklich sehr kurze. Aber die hier. Habe ich jetzt... Jetzt habe ich Baumstämme mit. Egal. Der wird schon Bretter von Baumstämmen unterscheiden können, oder? Ja, kann er. Sehr gut. Oh, ist das hell. Ich schaue hier voll in die Sonne.
Hier ist auch noch ein Stück. Ja. Das waren Stämme. Hier ist noch ein Brett. Und hier sind noch viele Bretter, die aber sehr viel zu lang sind. Naja, gut. Die müssen wir dann halt sägen. Ja, das sieht nicht gut aus. Ah, verdammt. Komme ich da nicht irgendwie hoch? Was ist das? Ich muss mal schauen, ob ich da eventuell hochkomme. Ja. Nein. Doch. So, hier mal die Bretter einsammeln. Zu lang. Fliegen durch die Weltgeschichte. Naja, gut. Okay. So, dann würde ich aber sagen, wir machen erstmal eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei House Builder. Und dieses Haus dauert echt ziemlich lang, muss ich schon zugeben. Aber ist auch viel Kleingefitzel und mit diesem Messen und so, das ist schon... Das hätte ich ganz anders angehen müssen. Ich bin das, glaube ich, zu schnell angegangen und zu hektisch und so. Und deswegen, ja, beim nächsten ein bisschen langsamer und mehr messen und so. Und dann haben wir hier auch nicht so ein Chaos, glaube ich, vielleicht. Weiß ich nicht. Gut, ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.